Mit 57% geht es jetzt hier weiter. Damit willkommen zurück zu The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon. Ah, und hier können wir direkt wieder hier Wand laufen, alles klar. Und da unten habe ich mich ja, glaube ich, schon ganz okay umgeschaut. Was fehlt hier eigentlich noch? Ich habe keinen Überblick und das Ziel ist jetzt, das Hauptfluttor zu öffnen, alles klar. So, ja, wir haben hier bisher auf jeden Fall noch nicht viele blaue Edelsteine gefunden. Ansonsten jeweils eins, den liegt der Gegner auch noch nicht. Da weiß ich ja jetzt ungefähr, was zu tun ist. Ich habe deutlich mehr mit Spyro gespielt als mit Cinder, sehe ich gerade. Deswegen wechseln wir doch einfach mal und gucken, was im nächsten Raum auf uns wartet. Wenn man das Raum nennen darf. Ein Gegner. War irgendwie zu erwarten. Ja, und dein Tod wird schmerzvoll. Kann ich jetzt schon versprechen. Und da kann man bestimmt durch den Boden durchbrechen. Gift habe ich gerade ausgerüstet. Ja, ich glaube, das können wir auch erstmal beibehalten. Sieht gar nicht mal so schlecht aus im ersten Moment. Er hat mich getroffen, was ich irgendwie ein bisschen lächerlich finde, weil ich war komplett in der Luft, aber gut. Ich weiß jetzt nicht, wer mich da treffen konnte. Da hat er mich jetzt aber wirklich nicht getroffen. Da hat er mich auch nicht verletzt, das ist gut. Jetzt verpisst er sich wieder. Fühlt sich ganz cool hier, guck mal. Ich glaube, ich wechsle gleich mal zu Schatten. Na, Moment, Moment. Wo ist ein Schatten eigentlich? Da ist Schatten. So. Aber das mit den Toren hätte ich eigentlich... Das ist eigentlich echt ein geiles Rätsel, muss ich sagen. Dass man mit dem Schatten so durch diese Tore unten durch kann. Und jetzt sollten wir auch wieder zu Spyro wechseln, weil... Genau, Cinder hat gerade leider nicht mehr viel Leben. Auch wenn da drüben noch ein roter Stein ist. Ach du Scheiße. Wieso habe ich jetzt gerade so viel mit Spyro verloren? Verstehe es nicht unbedingt. Ich würde gerne zu den Steinen. Geht das? Also hier zu den... Heieieieieieieiei. Ja, genau, das. Ich will einfach nur Leben haben halt, ne? Alter, okay, ja, ich bin tatsächlich gleich tot. Oh, aber es. Woher hat Cinder denn jetzt so viel? Okay, er ist tot. Schön. Bleibt noch der Typ hier. Oh, aber der ist auch. Ja, okay. Schön. Sage ich nicht nein, aber das war verdammt knapp. Und es gibt eine Truhe. Ach so. Okay. Ja, gut. Es sieht auch so ein bisschen nach verrostetem Metall aus. Also es ist jetzt nicht Holz, wo man einfach durchbrechen kann. Dann ist es so ein bisschen wie bei Zelda, dass man hier so Truhenspots quasi schon angezeigt bekommt am Boden. Und wir haben neue Rüstung für Cinder, das müssten auch die letzten Hand-Armbänder-Ringe sein, weiß ich nicht, Armreife. Rüstung. Armschützer nennt man das hier. Ja. Was haben wir denn hier nochmal? Mana regenerieren, das ist Schwallkraft verbessern, das ist Gesundheit regenerieren. Die brauche ich sowieso am ehesten. Ich glaube, das hat gerade vielleicht sogar gewirkt, weil irgendwie hat sie plötzlich Energie bekommen, aber vielleicht war der Boss dann auch gerade schon tot und sie hat schon Edelsteine eingesammelt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall spannend. Ich würde gerne mal sehen, wie viel Spyro gerade hat an, Dings da hier. Erfahrung, nennen wir es mal. Jetzt sehen wir es gleich. 25k, alles klar. Wie sieht's hier eigentlich aus mit den, Stimmt, das hatten wir schon beides aufgelevelt, ne? Also die Hauptfähigkeiten hier. Also in dem Fall Feuer. Nee. Feuer fehlte noch? Bei Cinder war das nur fertig. Bei Cinder war es fertig. Okay, bei Spyro tatsächlich nicht. Da fehlen immer noch... Boah, 25.000 immer noch fast. Okay, 24.000 oder 23.5 so in die Richtung. Ja, okay. Also ich sollte weiterhin die kleinen Sachen dann eher mit Spyro einsammeln. Also die kleinen... blauen Edelsteine, die so rauskommen, weil er braucht doch noch einiges. Ich glaube nicht, dass hier noch was ist oder dass wir hier irgendwo hin können. Deswegen passt das schon so. Ich werde trotzdem mal versuchen, hier durchzubrechen, auch wenn ich nicht glaube, dass das geht. So, okay. Und das sieht auch irgendwie sass aus, dieses Ding, aber naja. Ich schätze mal, es ist nur Deko. Das erinnert mich irgendwie an so ein Level aus Spyro 1. Ice Cavern, glaube ich, aber weiß gar nicht, ob es ein Level aus Spyro 1 ist, ehrlich gesagt, aber müsste eigentlich. Icy Cavern, irgendwie sowas, ne? Wo der Dennis damals irgendwas in seinem Let's Play erzählt hatte von, was war denn das nochmal? Irgendwas hatte der sich da gekauft. Und da war einer zu wenig drin oder irgendwie so. Ich weiß nur leider überhaupt nicht mehr, was das war. Irgendwas mit Crunch. Naja. Wie auch immer. Hier warten wieder die nächsten Gegner auf uns und wieder das nächste Tor für Cinder.
Also ist schon mal sehr gut, dass der Max mir das beim letzten Mal sagen konnte, weil sonst hätte ich das jetzt immer noch nicht gewusst. Vielleicht wäre ich irgendwann mal auf den Trichter gekommen, aber ich glaube, das hätte noch echt lang gedauert. Feuer ist doch ganz nett eigentlich. So als flächendeckender Angriff auch. Ich würde sagen, also momentan auf jeden Fall meine Lieblingsfähigkeit mit Spyro. Erde hat aber auch schon, also Erde verliert halt relativ schnell wieder Magie, also da verliert man relativ schnell Magie, was das Ganze ein bisschen schwierig macht für Langzeitbenutzung, aber Eis zum Beispiel hat bisher also überhaupt keinen Impact gemacht für mich. Ist halt nett, Gegner einfrieren zu können, aber das kostet in den meisten Fällen einfach unnötig Zeit. Deswegen, Und ja, Elektrizität war gegen ein paar Gegner ganz nett. Vielleicht auch wieder hier, aber ja, ich mag es gerade eigentlich mit dem Feuer ganz gerne rumzuflamen. So, dann darf Cinder ganz gerne mal da. Ja, das ist ja schon die richtige Fähigkeit, durchtauchen einmal. Ach, guck mal, man sieht hier sogar diesen Schatten. Das ist mir tatsächlich nie aufgefallen bisher. So, da haben wir den nächsten gelben? Roten Stein. Ich weiß nicht, warum ich gelb im Kopf hatte. Einmal das Tor auch hoch machen, auch wenn es jetzt gerade überhaupt nicht wichtig ist. Weil für den kleinen Stein da, ich brauche bei beiden nicht wirklich Magie gerade. So, das heißt, einer fehlt noch von den Roten hier. Nee, die haben wir schon alle. Und Rüstung haben wir auch gefunden, genau. Das heißt, uns fehlen nur noch 4 Stück von den Blauen und einer von den Grünen. Und natürlich auch weiterhin der Boss. Geht's hier noch weiter? Nein, okay. Ich habe die Ranke natürlich gesehen, aber ich wollte erstmal wissen, ob es da vielleicht überhaupt weitergeht oder... Okay, hier ist auch noch mal eine Ranke. Eventuell führen die beide zum selben Punkt. Also sie führen beide nach oben, das kann ich schon mal, glaube ich, problemlos behaupten, aber jetzt sammle ich doch wieder die Blauen mit Cinder ein. Aber was ist denn optionaler? Naja, hier finden wir auf jeden Fall eine Kugel, die wir höchstwahrscheinlich drüben brauchen werden. Gut, gut. Jetzt natürlich wieder die Frage, wie gehe ich das hier strategisch an? Und ich finde es interessant, dass sobald ich die Kugel genommen habe, jetzt auch direkt wieder die spannende Musik losging. Wisst ihr was? Ich schaue gerade mal nach, wie das Ding hieß. Also wenn ich das jetzt noch hier auf der Festplatte habe, den Part. Es müsste ja Part 2 oder 3 gewesen sein. Ja, Part 2 müsste es gewesen sein. Mich interessiert nämlich gerade tatsächlich mal, wie die eigentlich original hießen, die Dinge. Ja, okay, die heißen einfach nur diamantene Kugeln. Alles klar. Blaue Geistjuwelen nennen sich übrigens die, die hier. Ganz genau die hier. Ja. Können wir erstmal schön zerstören. Also einfach nur diamantene Kugeln. Also mit Kugeln sind wir nicht falsch. Weiß jetzt nicht, wo Cinder gerade rumtingelt, aber ist mir auch erstmal egal. Geht es hier weiter? Gute Frage. Achso. Nee, nee, ich würde schon gerne bei ihm bleiben. So. Nee, warte mal. Hier wird es was zum Festhängen, alles klar. Aber ist das... Ist das denn überhaupt was für Spyro? Hier kann ich auf jeden Fall auch noch weiter. Also sieht so aus, als könnte ich es mit Spyro kaputt machen. Deswegen will ich es gerade auf jeden Fall mal nochmal versuchen. So, Spyro, komm, los. Oh, so war das nicht geplant. Ja, hat funktioniert. Ja, schön, okay. Und da ist auch tatsächlich der grüne Dings da. Schön, fantastisch. Das ist doch nett. Ich schätze, oben geht's weiter. Da war auch schon so ein Tor zu sehen. Insofern werde ich jetzt erstmal nochmal nach rechts schweben. Wir nehmen wieder Spyro für den Fall, dass da blaue sind. Also hier sind auf jeden Fall noch irgendwo blau. Die Frage ist, ob jetzt hier direkt oder noch später. Hier geht's aber auch nochmal weiter nach oben. Und hier kommen wieder Gegner. Was haben wir denn hier? Hallöchen. Kann ich das selber? Das muss ich auch selber kaputt machen. Ich kann hier aber gar nicht weiter, offenbar. Ja. Dann, achso, warte mal, ich will eigentlich gar nicht Erde verwenden. Nein, ich will, warte, ja, ich... Wir können mal Eis, komm, weißt du was, wir verwenden jetzt mal ein bisschen Eis. Ich möchte vor allem mal den hier versuchen, okay. Das ist so ein Eissprung irgendwie. Habe ich sogar auch schon auf der zweiten Stufe, ne. Weil ich das in Erinnerung habe. Aber ja, Eis ist hier halt wirklich irgendwie... Naja. Also für das, was es macht, ist es eigentlich zu wenig. So im Vergleich zu anderen Sachen. Ich würde gerne wieder zu... Genau, Feuer. So, da habe ich ein bisschen Energie verloren, aber was soll's. Finde ich gar nicht so schlimm.
Wir haben hier noch wieder was und Cinder hat mittlerweile auch schon echt viel Energie, also Leben so. Oder kommt mir das nur so? Ja doch, die hat mehr als Spyro momentan. Aber, ja, bei Magie? Magie hat halt Cinder mehr, ne? Deswegen ist das ein bisschen schwierig zu sagen. Vielleicht haben die sogar beide gleich viel Lebensenergie und das täuscht halt nur wegen den Leisten nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nochmal zusätzlich, Cinder hat ja gerade mehr von beidem. Also voll hatte die Leisten. Deswegen, ach, ich weiß nicht, ist auch egal. Als Ziel ist es, mit beide Leisten voll zu kriegen. Das gehört auch zu 100% dann entsprechend, weil wir da die Edelsteine da einsammeln, die Kristalle. Entsprechend, ja, das wird zwangsläufig passieren müssen. Jetzt war hier Kampf. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es hier storytechnisch eigentlich weitergeht. Aber wir brauchen am Ende sowieso irgendwo die Kugel, ne? Oder eine mindestens, vielleicht sogar zwei, keine Ahnung. Insofern gehe ich jetzt einfach mal weiter und gucke mich mal um. Sobald ich die brauche, habe ich schon mal so eine Ahnung, wo es vielleicht dann wirklich weitergehen soll. Spyro, bitte. Das Landen finde ich manchmal ein bisschen... Hat ein bisschen was von Pilot Wings Resort irgendwie mit dem Gleiter. Dann bin ich jetzt nicht so ein riesen Fan von, ehrlich gesagt. Sieht schon sehr interessant... Okay, hier ist auch wieder Bandlauf. Hier oben muss ich die Kugel hinlegen und dann geht das Tor da auf. Wette ich drauf. Weil es sieht alles aus wie für Kugel gemacht und deswegen... Wird hier benötigt. Aber hier ist erstmal ein Edelstein. Ein Kristall. Wie auch immer. Das habe ich mir den Bereich da unten gar nicht angeschaut, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich hier direkt irgendwas erreichen kann. Dass es hier gleich weitergeht und ich den Bereich da unten verpasst habe. Aber schön gemacht ist es hier auf jeden Fall. Und ich finde es gut, dass hier mal ein Wasserlevel kommt, weil bisher war es halt eher so düster und kriegerisch und so. Ach, wir brauchen sogar zwei dafür. Und dann können wir das Ding hier wieder rausziehen. Alles klar. Und ich glaube, die zweite war ja sogar... Auf diesem Plateau da unten, ne, was ich jetzt noch nicht erkundet habe. Fehlen jetzt zwei blaue? Ja, zwei blaue fehlen. Und den Elite-Gegner haben wir auch noch nicht gefunden. Eventuell spawnt der auch sogar da, eventuell auch nicht. Ich muss gucken. Also da muss ich hin. Das ist Fakt. Hier war ich noch nicht. Und das hier finde ich halt sass, ne? Kommt hier vielleicht sogar der Elite-Gegner? Ja, das sieht so aus, alles klar. Grün ist höchstwahrscheinlich Gift, würde ich sagen, oder? Hallo, Typi. Ich möchte deine Maske zerstören. Hast du Bock drauf? Wahrscheinlich nicht. Ist mir aber egal. Ja, das macht gut Schaden. Super auch, dass ich Gift schon voll upgraded habe. Das heißt, in Elite-Gegner können wir hier auch ganz, was heißt ganz easy, aber schön verkloppen. Das wird funktionieren. Ich werde trotzdem weiter mit Gift rumspucken, solange ich das habe. Oh, der ist aber auch nicht schlecht drauf mit seinen lila Angriffen da. Oh, und ich bin auch mit Cinder fast schon tot. Das sollte ich beachten. Oh, heilige Scheiße, vielleicht haben wir mit Spyro dann jetzt einfach schnell abgezogen. Alter Vater, ja, okay. Die sind tatsächlich nicht ohne. Man sollte schon gut ausweichen. Ausweichen mache ich... Alter! Ausweichen mache ich bisher nämlich eigentlich gar nicht. Und ich merke, gegen Elite-Gegner, ja, ist das nötig. Also es ist nicht nur dumm, das nicht zu machen, sondern es ist halt wirklich nötig, auszuweichen. Habe ich jetzt mit beiden voll? Ja, mit Spyro noch nicht ganz die Magie, aber das passt schon. Ja, das machen wir aber normal, Kollege. Vor allem, weil ich mich hier auch in Ruhe umschauen will, aber... Auch der Ehre wegen. Alter, scheiße. Ich muss den beim ersten Mal ausweichen. Ach so, ich drücke auch gerade die ganze Zeit die falsche Taste. Die will ich eigentlich gar nicht drücken. Eigentlich brauche ich jetzt schon, ja, genau, Energie. Du Sack. Okay, jetzt ist die Maske weg. Aber das habe ich gerade auch schon deutlich früher erreicht. Und ich habe mit Cinder schon wieder kaum Energie, weil der einfach weitermacht währenddessen offenbar. Was ich irgendwie ein bisschen dreist finde, weil was soll ich dagegen tun? Ja, die regenerieren sich schon. Na, jetzt habe ich keine... Wie hat er mich denn jetzt... Ich verstehe das nicht. Wie hat er mich denn jetzt gerade getroffen zum Beispiel? Also irgendwie ergibt das für mich keinen Sinn. Ich meine, wir ziehen das jetzt hier durch. Ich will den jetzt erledigt haben. Und wir kriegen ja auch immer wieder alles voll und so. Aber das wird noch ein bisschen problematisch sein hier. Ach, der hat jetzt eine andere Maske. Das ist ja interessant. Die haben immer andere Masken. Das ist auch ein bisschen kacke irgendwie. Ja, ich lauf doch weg.
soll ich noch machen? Der nimmt aber irgendwie keinen Schaden. Sonst haben die auch immer schon Schaden gemacht trotzdem. Ja, das ist doch Eis oder was soll das sonst sein? Also, eine andere Fähigkeit kann es eigentlich gar nicht sein, aber der nimmt keinen Schaden, der Sack. Ich versteh's nicht. Muss ich den hier machen? Was soll das denn jetzt? Oder ist das ein Bug, dass das falsch eingefärbt ist? Hä? Also das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Der hat überhaupt keine Anstalten gemacht, Schaden zu nehmen. Also wenn jetzt gleich wieder so eine Maske hat, dann werde ich trotzdem nochmal Gift versuchen. Das hat jetzt irgendwie gar keinen Sinn für mich ergeben. Hä? Ja, jetzt hat er wieder eine grüne Maske. Das ist ja komisch. Deckt mich. So ein bisschen, als wäre das gerade irgendwie ein Fehler gewesen, weil jetzt nimmt er auch wieder Schaden und so, also. Ganz verstehen tue ich das nicht. Also, ich verstehe es gar nicht, besser gesagt. Muss ich nicht sagen, ganz verstehen. So, ja, bisher wurde ich noch nicht... Ja, was soll das denn? Der verliert seine Maske. Ich kann mich, glaube ich... Vielleicht kann ich mich währenddessen bewegen, aber das sieht für mich so aus. Okay, Sequenz. Ich darf mich oder kann mich währenddessen nicht bewegen. Entsprechend versuche ich das auch nicht. Und dann trifft er mich einfach. Ja, was soll das denn? Ja, das war jetzt scheiße, weil er mich jetzt wieder mit so einem Pfeil getroffen hat, weil die ziehen echt gut ab. Leider. Dann sammel ein Zinder. Okay, okay. Ja, super. Sah zwar noch bis dahin ganz gut aus, aber ja, jetzt habe ich halt ein Problem. Zieht es überhaupt ab, das Feuer? Nee, man kann dem dann auch nur mit der Fähigkeit Schaden machen, wie es scheint. Oder vielleicht irgendwie im Nahkampf, aber es ist echt weird. Einfach ist es auf jeden Fall nicht. Es sind ja auch Elite-Gegner. Ist ja schon richtig so. Aber man ist halt darauf angewiesen, dass hier die grünen Dinger nachwachsen, oder? Wie sehe ich das? Ja, sie wachsen auch gut nach. Also jetzt haben wir ihn so weit wie noch nie und ich würde hoffen, dass es jetzt ja auch reicht. Aber es ist trotzdem sehr, sehr knapp und spannend. Ja, das Leben hier mitnehmen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, triff, triff Gift. Ah, fast, fast, fast. Komm, triff. Ich bin doch fast da, Mann. Was soll das denn? Komm, triff. Ja, ja, komm, er ist tot, jawohl. Elite-Gegner besiegt, wir nehmen die mit Spyro mit. Hui, das gibt aber echt viel. Schön, 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 schön. Ah, heilige Kacke. Also die sind nicht ohne. Aber das war jetzt, glaube ich, schon der zweite mit Gift, oder? Und ich habe jetzt echt nicht verstanden, warum da vorhin kurz diese Eismaske zu sehen war, oder... Also, ich kann mir echt nur vorstellen, dass das ein Fehler war. Zum jetzigen Zeitpunkt, weil es ergibt irgendwie so gar keinen Sinn. War das jetzt hier das Ding, was ich liegen gelassen habe, oder lag hier schon eins? Ich meine, hier lag nämlich schon eins, so. Weil irgendwo muss ja auch das zweite gewesen sein. Ah gut, gucken wir uns jetzt einfach mal an, wie wir die dann jetzt da hochkriegen. Ansonsten, uns fehlt jetzt immer noch ein Stein, ne? Ja, zwei sogar. Ich weiß natürlich nicht, ob das Level dann da vorbei ist, aber es macht gerade irgendwie so Anstalten, als wäre das so. Ah, ergibt das ja, wobei ich glaube, da rechts komme ich nicht hin, deswegen muss ich jetzt hier diesen Weg nehmen. Nein! Ich drücke manchmal zu oft Kreis. So. Aber schon mal schön, dass wir den schon mal wieder über den Haufen geballert haben. Und dann mal schon den zweiten Elite-Gegner. Von, ja, wie viel gibt es denn dann? 11? Nee, 8 gibt es sogar nur, okay. In manchen Welten gibt es dann keinen, ja, alles klar. Wahrscheinlich auch bei der letzten Welt mit dem Golem. Ergibt auch Sinn, weil das war halt wirklich nur der Kampf. Und das drumherum natürlich, aber da konnte man sich nicht wirklich umschauen oder so. Ach du Scheiße. Mhm. Hat noch gut funktioniert dafür, dass es so groß aussah. The Gap. So, und hier komme ich jetzt einfach dahin, wo ich auch hin muss, oder? Ja, also das war der einfachere Weg. Aber das zweite Ding, ich schätze mal, das ist jetzt wieder da unten, oder? Weil ich das wahrscheinlich, ja, das ist resettet worden, weil ich quasi beim Elite-Gegner verkackt habe und ja, super. Ganz, ganz toll. Aber wo könnte denn noch was sein? Also könnte hier noch irgendwo was sein, ist die bessere Frage. Mal ein bisschen das Big Picture mir anschauen, wäre super. Ob das unbedingt möglich ist, ist die andere Frage.
hier komme ich, das ist auch noch immer noch richtig sass. Komm ich da, oh, warum sind die denn wieder Gegner? Was soll denn der Quatsch? Was soll das? Ja, ich brauche noch weitere Edelsteine hier. Aber wobei, habe ich jetzt nicht langsam auch fast genug? Ich weiß leider nicht mehr, wie viele es eigentlich waren, die ich hier brauche für Spyros Feuer. Aber so viel fehlt da gar nicht mehr. Aber dennoch, jetzt einfach mal so ein Fazit, sage ich mal schon, so ein Zwischenfazit, was einfach auch das Combat hier angeht. Ich würde sagen, der zweite Teil war halt der, wo man wirklich am ehesten verschiedene Nahkampfangriffe perfektionieren musste. Weil hier kommt jetzt auch viel, viel mehr, natürlich dadurch, dass man zwei Charaktere hat, auf die Atemfähigkeiten an. Da ist eigentlich kackegal, was man da für Movesets macht oder drauf hat. Die haben sich auch ein bisschen verändert, ne? Mit Dreieck hier macht man jetzt auch so einen krassen Angriff und sowas. Es hat sich alles ein bisschen verändert. Aber hier geht es halt eher um die Atemfähigkeiten. Da ist komplett egal, wie man drauf losschlägt. Das hat kaum Einfluss. War nicht hier das Ding? Ich suche das gerade ein bisschen, weil ich nicht weiß, wo es denn jetzt eigentlich ist. Naja, gut. Finde ich aber ein bisschen merkwürdig, dass man die ganzen Gegner jetzt nochmal töten muss, aber naja. Man bekommt so immerhin nochmal blaue Geistjuwelen, ne? Wenn man noch welche braucht. An der Stelle kann man sie offenbar ja durchaus farmen in gewisser Weise. Ich meine, geben die überhaupt so viele oder geben die überhaupt welche? Die geben doch welche, oder? Wenn die sterben, meine ich jetzt. Und mit Spyros Feuer kann ich gerade auch ganz gut eine Combo aufbauen. Ja, da habe ich gerade was gesehen da hinten, jawohl. Ja, und mit Zindas Gift ist das definitiv am besten möglich, wenn das ganz aufgelevelt ist. War ja überhaupt kein Problem, wie wir gesehen haben. Also nicht ansatzweise so schlimm wie in Crash of the Titans mit dem Combo-König oder auch das Driften, 50 Drift-Boosts zu machen in Nitro-Card, Crash-Nitro-Card, das war auch schwieriger. Erinnere ich mich irgendwie immer dran, dass ich das in Baron Ruin gemacht habe. Und es ist halt einfach so verkackt laut hier, ne? Also die Stelle muss ich, glaube ich, auch mal wieder runterregeln. Weil es halt einfach echt laut ist hier manchmal. Komm, piss dich. Der macht einfach Spaß, hier so komplett kaputt zu burnen, ne? Auch weil es kaum was abzieht. Also an Mana. Ist eigentlich echt praktisch. Ah. Ich meine, gut, jetzt, wenn ich mich jetzt sowieso noch mal ein bisschen umschaue, vielleicht finde ich ja dann auch noch sogar einen weiteren Stein. Zwei fehlen noch. Mag sein. Würde ich nicht vermuten, weil eigentlich habe ich mich hier einigermaßen gründlich umgeschaut. Eigentlich wollte ich mich ja aber auch um das... stimmt, wo ist denn das jetzt eigentlich? Jetzt bin ich ja wieder runtergeflogen, ne? Ich wollte mich da eigentlich mal um dieses Tor da kümmern, also mir das mal anschauen. Das habe ich ja schon wieder komplett vergessen, aus den Augen verloren und sowas wegen den Gegnern. Wegen der Gegner. Hier kam ich her, ne? Hier kann natürlich auch noch was gewesen sein. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Ich möchte nur mal prinzipiell nochmal gucken, wie das denn hier aussah eigentlich. Ja, ja, okay. Okay, okay. Dann machen wir wieder ein bisschen Link-Action. Und dann bleiben uns ja die beiden Wege hier. Aber hier unten war jetzt keine Kugel, wie ich gesehen habe. Wobei, ich hatte hier eine Kugel, das weiß ich. Ich hatte hier safe eine Kugel. Das weiß ich jetzt hundertprozentig, wenn ich das hier so sehe. Weil da habe ich gerade nachgeguckt, wie das Ding denn heißt. Deswegen würde es mich eigentlich wundern, wenn jetzt hier wirklich nichts war. Aber ja. Vielleicht wurde die irgendwo oben gespeichert. Oder vielleicht war es auch die Kugel, die ich vorhin mitgenommen habe. Dann weiß ich aber nicht, wo die andere ist. Naja. Gehen wir mal hoch. Würde mich wundern, wenn die sowas speichern würden. Komme ich da eigentlich hin? Das sieht halt auch so sass aus, aber das glaube ich einfach nur Deko. Oder ich kann mich hier irgendwo fallen lassen. Hier muss ich aber nochmal nachschauen. Ich glaube, hier könnte vielleicht sonst noch was... Ah, wobei, das war doch da, wo da drüben der... Genau, okay. Weißt du was? Dann nehmen wir einfach nochmal Erde, würde ich sagen. Ich meine, da ist halt auch nichts, aber... Das Ding ist, der macht halt schon vorher halt, ne? Da sieht man auch so ein bisschen Barriere in so einer gewisser Weise. Ja, es ist halt trotzdem mega sass. Aber ihr seht, der Cinder spuckt nicht mal richtig dagegen. Da ist einfach eine Wand. Da kann man nicht durch. Trotzdem sehr, sehr weird. Okay. Ja, dann suche ich jetzt mal die zweite Kugel. Nicht, dass die irgendwie vergessen wurde vom Spiel. Wo sie eigentlich da sein sollte. Das könnte leider auch der Fall sein, aber... Ja, hier, guck mal, also ich muss die von unten mitbringen, also das ergibt ja sonst hier gar keinen Sinn mit den Spuren.
Das hier ist auch so merkwürdig, als müsste man das noch irgendwie öffnen. Sieht so ein bisschen aus wie dieses Siegel beim Stadttor von Warfang. Was dann mit Feuer so gefüllt wurde. Da musste man eine Fackel anzünden auf jeder Seite. Weil das sind doch hier keine Fackeln, oder? Oh shit, ich bin ja auch mit... Nee, hä? Ich gehe vor. Hä? Ach so, ich hatte Erde. Ich dachte gerade, das wäre Gift, weil das so grün aussah. Das sind keine Fackeln. Kann ich safe sagen. Ich weiß halt auch gar nicht, wo ich mich jetzt genau umschauen soll, ehrlich gesagt. Hier oben scheint auch nichts mehr zu sein. Dadurch, dass das Symbol hier zweimal ist, würde ich halt auch eher darauf tippen, dass es bedeutungslos ist. Ja, well. Director Wells. Ist hier was? Habe ich jetzt hier was übersehen? Da unten. Okay. Ach so, das war dieser. Ja, okay, ja, jetzt verstehe ich es auch wieder, ja. Okay. Sorry, war lost. Das habe ich einfach vergessen, diese Stelle. Aber ja, heißt, wir können das noch schnell beenden hier in dem Part. Würde ich hoffen. Und dann geht's beim nächsten Mal danach weiter hier in dem... Ich hoffe noch in dem Gebiet, weil mir fehlen noch diese zwei Steine und ich weiß nicht, wo ich sie übersehen haben soll. Und jetzt... Ja, aber ich kann doch auch wieder den Weg gehen, oder? Nur mal so, spontan. Ich kann doch auch wieder hier lang gehen, oder? Weil der Weg sieht gefühlt chilliger aus als der andere, weil da muss ich sprinten und hier nicht. Weil dann würde ich den hier nehmen, wenn ich die Wahl habe. Und ich habe offenbar die Wahl. Auch wenn sie mich eher auf die andere Seite lotsen wollten jetzt wahrscheinlich, weil es diese zwei Wege gibt, aber der hier ist doch viel chilliger. Also ich meine, dieser eine Sprung, okay, aber sonst? Ich muss nicht Wand laufen, ich muss einfach nur klettern und... Ja. Okay, das war jetzt... Das war jetzt dumm, weil ich kurz dachte, ich könnte da stehen, aber nö. Es sieht nur ein bisschen so aus, oder? Wobei, ich konnte da vorhin auch. Egal. Ich muss sowieso hier weiter, also es war einfach nur falsch in jeglicher Hinsicht. Also einfach Juni einen Doppelsprung und festhalten und dann ist das eigentlich alles schwieriger an diesem Weg. Er ist viel einfacher. Den anderen will ich gar nicht erst versuchen, der ist auch irgendwie viel länger auch noch dazu, ne? Nö, das sehe ich ja nicht ein. So, wir lassen das Ding mal hier gerade liegen, weil ich will nochmal gerade die Sachen mitnehmen hier. Weil warum nicht? Und wir nehmen das Ding wieder mit und sind damit fertig, was das angeht. Jetzt haben wir... Ach ja, stimmt, das ist hier das Haupttor. Naja, ja, das ist das Haupttor, was wir öffnen sollen. Verstehe ich jetzt auch. Und ich würde sagen, ach so, hier sind noch Gegner. Da würde ich sagen, die machen wir noch kalt. Oder heiß, in dem Fall. Erstmal schön teasen. Und dann ziehen wir den Schalter da beim nächsten Mal raus, im nächsten Part. Und dann... Könnte ich mir vorstellen, dass es wieder eine Sequenz gibt und alles und das passt definitiv jetzt hier nicht mehr rein. Okay, haben wir schon ganz schön zugerichtet gerade. Was denn da los? Ich hätte gerade nochmal Bock auf Elektro, ganz spontan. Ist das gut gegen euch? Das ist halt ganz nett, ne, zum Stunnen und so, aber... Da muss man halt wieder ein bisschen mehr mit Nahkampf noch zusätzlich machen. Ich glaube, da gefällt mir insgesamt Feuer deutlich besser. Ich kriege auf jeden Fall immer noch gut Mana-Dinger zurück, Mana-Steine. Ansonsten können wir natürlich auch immer zu Cinder wechseln. Das ist ja auch überhaupt kein Problem und die Fähigkeiten mag ich auch sehr gerne mittlerweile. Auch wenn ich erst gedacht habe, ja, es ist halt relativ unnötig, weil man hat doch schon alles mit Spyro, aber... Ja doch, also gerade diese Giftkugeln finde ich ganz geil. Schatten finde ich auch eine unglaublich geile Fähigkeit. Weil ich eben auch den Matcha damals mochte im Crash. Ja, und schließlich... Der Wind. So was hatten wir ja auch schon mal mit Spyro. Ne? Mit Erde war das ja, glaube ich, dann im zweiten Teil. Oder im ersten Teil sogar noch. Ich glaube, es war der zweite Teil. Das war halt ganz geil. Ah, einzig Furcht finde ich halt ein bisschen. Mit dem Schall. Ist halt recht useless. Ich glaube, ich wechsle jetzt mal zu Zinder, weil ich habe gar nicht mehr so viel. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal Furcht. Könnt natürlich mal hier diesen Angriff nehmen. Alter, das ist ja... Sieht irgendwie ein bisschen OP aus. Diese... Hat ein bisschen was von Crash Bash, von... Drain Bash. Diese zielsuchenden Energiebälle. Die ich immer gerne Schneebälle nenne. Naja. Die sind auch doch recht strong. Die soll ich mal weiter verwenden, glaube ich.
Ich tanke mich auf jeden Fall nochmal da drüben auf und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.